Ich frage mich auch, wie meine Mutter 5 Kinder auf die Welt gebracht hat. Ich bin die älteste von 5 Geschwistern, bin aufgewachsen in einem großen Elternhaus mit vielen, vielen Kindern. Bei uns ist immer was los. Wir haben jetzt auch alle mittlerweile Kinder. Ich kriege das irgendwie in meinem Kopf nicht geregelt. Mein Herz sagt, ich wünschte mir so sehr ein zweites Kind für meinen Sohn. Einfach ein Geschwisterchen. Ich wünschte mir so sehr, dass er auch nicht alleine ist irgendwann mal, wenn wir nicht mehr da sind. Ja. Dass er nicht alleine ist. Dieser Gedanke macht mich auch echt fertig. Was ein scheiß Heulvideo, echt. Warum erzähle ich das Ganze denn eigentlich heute? Ich wollte einfach mal sagen, dass es nicht immer alles so rosig ist, wie das so steht in den ganzen Apps, Schwangerschafts-Apps und in den ganzen Zeitschriften. Aber ich habe mich echt immer zum Wohl des Kindes entschieden und immer versucht, fit zu sein. Es hat mich echt gestresst, dass ich so fertig immer war und auch dieses Schlaflose und dieses nachts stundenlange Angucken des Kindes hat mich auch teilweise total kirre gemacht. Ich konnte die erste Zeit gar nicht schlafen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich jetzt schlafe, dann sehe ich irgendwie nicht, was passiert. Weil da geht es ja auch um das Thema, nicht zu heiß eingewickelt oder nicht in der Decke und im Bettchen und plötzlich der Kindstod und so weiter. Das sind alles Themen, die einer jungen Mama echt durch den Kopf gehen. In der ersten Zeit konnte ich keinen Besuch ertragen. In der ersten Zeit konnte ich niemanden um mich herum haben, außer meinen Mann. Ich habe echt so eine super süße, liebe, tolle Familie. Alle wollten mir helfen und was für mich tun und so weiter. Aber ich konnte das alles nicht annehmen. Den ersten, den ich angerufen habe, das war mein bester Freund, der Marco. Das war der erste, den ich angerufen habe. Komisch, ne? Nicht meine Freundin habe ich angerufen, ich habe den Marco angerufen. Das ist echt witzig. Wenn ich merke, mir geht es nicht gut, dann lasse ich das Ganze auch zu und alles ist auch okay und verarbeite das für mich und ja, aber versuche aus dieser Trauer auch immer was Positives rauszuziehen. Also ich hoffe, dass ich euch da draußen irgendwie erreiche, dass ich sage, wenn ihr merkt, dass es euch nicht gut geht, dann kommuniziert das. Das habe ich auch getan und das war ganz wichtig. Wenn ihr merkt, dass ihr gerade Ruhe braucht im Wochenbett, kommuniziert das der Familie. Es ist ganz wichtig, die Leute werden Verständnis dafür haben. Meine Familie hatte auch dafür Verständnis, obwohl die alle nur so brannten, den Noah zu sehen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich in der ersten Zeit auch oberheftig war, dass ich den Kleinen nie von mir gegeben habe oder abgelegt habe. Er war echt die ganze Zeit immer bei mir. Er hat auch bei uns geschlafen im Bett. Die ersten beiden Nächte, glaube ich, haben wir versucht, in dem Babybett schlafen zu lassen. Und es hat sich echt so eingeschlichen, dass er nachher echt bei uns lag und weil er da auch ruhig geschlafen hat. Und ist ja auch klar, ich meine, er war 10 Monate bei mir im Bauch, direkt an meinem Herzen und plötzlich liegt er da in dem Bett, 1 Meter von mir entfernt. Er hat mir auch gefehlt und ich habe mich super gut gefühlt, wenn er neben mir lag und mein Mann auch. Ja, wir haben das sehr lange gemacht, also im Familienbett. Der hat sehr, sehr lange hat er bei uns geschlafen, ungefähr 1 Jahr. Nee, länger, Quatsch, viel länger. 1,5 Jahre ungefähr, ja. So tagsüber, klar, haben wir ihn auch schon mal in sein Bettchen gelegt, wenn er geschlafen hat. Oder er lag bei mir auf der Brust, als er noch klein war. Mein Mann, der musste auch der ist direkt einen Tag später bei der Arbeit nach der Geburt. Er ist selbstständig, hat eine Agentur mit über 20 Mitarbeitern. Ist ja klar, der kann sich da keine Elternzeit nehmen. Also da war ich auch die ganze Zeit alleine. Aber hey, unsere Mütter haben das auch alle hingekriegt. Und damals gab es das nicht mit Elternzeit, Schnick und Schnack. Ich war jetzt auch nicht überfordert mit Noah, das überhaupt nicht. Ich kam damit super gut klar. Also ich hatte das Handling alles total gut drauf, weil ich aber auch die Älteste bin. Ich hatte auch kleinere Geschwister früher und habe mich auch um die gekümmert. Und das war alles überhaupt kein Thema. Ich habe mir nie eine Sekunde Gedanken gemacht, ob ich jetzt richtig wickel, ob ich jetzt die Flasche oder stille. Das war alles in Ordnung. Mein Problem war einfach dieses Körperliche. Ich habe so unter diesem körperlichen Mangel über dieses Defizit und dann natürlich auch diese Schmerzen hatte im Wochenbett und das nahm irgendwie gar kein Ende. Dann habe ich irgendwann einen Rheumaschub bekommen, weil das Ganze echt total stressig war für mich und musste dementsprechend auch hochdosiert Cortison nehmen. Habe das mit meiner Hebamme abgesprochen und meiner Frauenärztin. Die sagten, ich dürfte wohl weiterhin stillen, aber da das mit dem Stillen sowieso nicht gut geklappt hat, hatte auch immer den Eindruck, der Noah wird nicht satt. Und so bin ich halt angefangen umzustellen auf Aptamil und bin auch dabei geblieben, ne? 1 Jahr lang. Ich bin total fertig gerade. Ne? Sonst schäufe ich euch hier durch die Gegend und mache mit euch Fitnessgeschichten und keine Ahnung was und gerade bin ich total fertig.
Wollt ihr mal sehen, was in der Kiste ist? Zeige ich euch. Die ist total süß. Und dazu hatte ich damals mir auch das hier geholt. Eine Willkommensgirlande. Die hing bei ihm im Zimmer, als wir ihn abgeholt haben vom Krankenhaus oder als mein Mann uns abgeholt hat. Ja, die muss man jetzt ein bisschen richten. Die hing dann am Fenster. Willkommen. Total süß, ne? Von Babyglück. Werde ich euch gerne verlinken. Werde ich euch gerne verlinken in die Infobox für die, die es interessiert. Und das ist eine richtig coole Box von Babyglück auch und hatte auch hier vorne so Schubladen. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Da kommen Erinnerungen hoch. Das ist das Kärtchen, welches an seinem Bettchen war. Ja. 3400 Gramm und 52 Zentimeter. 15:09 Uhr geboren. Mein Baby. Ja, und das war hier sein kleines Bändchen. Wir hatten früher, als wir klein waren, diese Dinger hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist hier so ein Bändchen, da steht Noah drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Haben mir die Mausis geschenkt zu Noahs ersten Geburtstag. Und eine Freundin von denen, die macht das. Und die macht diese Bändchen. Und ich habe die jetzt nochmal, habe ich 3 Stück in Auftrag gegeben. Oder 2. Ich bin schon total durcheinander. Für eine Freundin. Ja, und hier ist nochmal so ein Band. Und hier ist noch ein bisschen Blut dran. Ja, man musste ihn ja auch schon mal pieksen und so. Und guck mal, das ist sein erster Schnuller. Ganz klein. Ganz kleines Schnullerchen. Guck mal, wie groß das ist. So in meiner Hand. Sein erster Schnuller. Süß, ne? Mein Baby. Ja, und hier ist sogar noch, hier habe ich sogar noch ein Pflaster aufbewahrt. Von nur. Ja. Das hing an seinem Füßchen. Das war an seinem Fuß. Total süß. Was habe ich denn noch da drin? Ach, damit hat man ihm die Nabelschnur abgeklemmt. Da ist sogar noch ein bisschen Blut dran. Ja, damit war die Nabelschnur die ganze Zeit abgeklemmt. Mein Baby. Ja, die Box ist schön. Ich gucke da ganz selten rein, weil es macht mich immer so traurig. Ja, aber die ist wichtig, die Box. Die ist ganz wichtig. Ja, und da lag er im Inkubator. Hier ist auch nochmal von seinem Fuß das Pflasterchen. Ich kann die Sachen nicht weglegen. Das ist, als der gelb wurde, lag er im Inkubator. Man hat ihm halt diese Sonnenbrille praktisch aufgesetzt, ne? Und das war halt um seinen Kopf herum, damit das auch hält, diese kleine Schutzbrille. Das ist ja so eine Art UV-Licht oder was das da war. Damit dieser Bilirubinwert sich wieder normalisiert. Ja, da hat die Leber noch nicht so richtig gearbeitet bei ihm irgendwie oder hat dieses Blut nicht richtig verstoffwechselt. Das war für mich ganz schlimm. Da war er von mir getrennt und lag dann in diesem Inkubator. Ich glaube 48 Stunden. Ja, ich durfte ihn nur zum Stillen rausnehmen. Hat mich fix und fertig gemacht, echt. Dann hat er auch noch so abgenommen gehabt. Ach, ja, hier. 25.04. Das ist ein Stückchen Toilettenpapier, das habe ich eingewickelt. 25.04. Erste Löckchen von Noah. Da habe ich das allererste Mal nach einem Jahr, nee, nach 2 Jahren haben wir ihm das erste Mal die Haare geschnitten. Da hat meine Schwester ihm die Haare geschnitten. Und die sind so süß, diese Kisten. Auch von innen sind die mit so Sternchen und so. Ach, guck mal hier. Habe ich auch bewahrt. Die Kerze, die erste Kerze von ihm zu seinem Geburtstag. In so einer Klarsichtfolie. Und hier von einem Geschenk, was wir ihm gemacht haben, noch hier das Girlandenzeug. Und hier, die waren in den Muffins drin. Als Deko habe ich auch aufbewahrt. Ich habe noch ganz viel Geburtstagskram von Noah. Ja, und hier habe ich, wie süß. Ach, mein Baby, so klein war der noch. Ach, wie süß. Also unten waren jetzt zum Schluss die Söckchen. Ja, und jetzt geht es hier weiter. Das kann man dann hier öffnen. So, dann geht das hier weiter. Hier ist ein großes Fach. Und hier habe ich ganz viele Sachen auch von seinem ersten Geburtstag. Die Girlande oder auch eine Serviette. Die Einladungskarte von seinem ersten Geburtstag. Hier nochmal Muttertag haben wir auch nochmal seine Härchen geschnitten. Dann habe ich hier noch ein Bild von Noah, oder was? Ach so, ein Bild, was wir mal gemeinsam gemalt haben. Aber ich habe eine ganze Kiste mit Bildern von Noah.
Dann habe ich hier seine allerersten Schuhe. Oh, die sind so süß, die ersten Schüchen. Total süß, die sind ganz weich. Die sind ganz süß. Das habe ich geliebt. Ich habe es geliebt, ihm diese kleinen Schüchen anzuziehen. Hm, mein Baby. Dann der Hammer. Wer meine Videos in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft verfolgt hat, der sieht, dass der Noah liebend gerne mit dem Hammer bei uns noch in der alten Wohnung immer auf der Heizung geklopft hat. Da hat der so einen Spaß bei gehabt, das ist der Wahnsinn. Den Hammer habe ich auch bewahrt. Ja, muss ja sein. Damit er das seinem Kind später weitergeben kann. Dann kann das Kind ihn damit ärgern. Ja, das hat mir meine Schwiegermama gegeben zu Noahs zweiten Geburtstag. Das ist richtig alt, das ist jetzt 36 Jahre alt sozusagen von meinem Mann, als er 2 Jahre alt wurde. Süß, ne? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges, ja, Erbstück. Dann seine erste Rassel aus Holz. Dann habe ich hier noch ein Kleidungsstück von Noah, seine erste süße Jacke. Die habe ich geliebt, diese Jacke. Die habe ich so geliebt an ihm. Die ist so süß. Das ist so eine süße kleine Jacke gewesen. Ach, mein Baby. Ja, und jetzt kommt ein Highlight. Seine erste Mütze. Die habe ich damals gekauft. Süß, ne, mit Noah drauf. Die habe ich ihm so gerne angezogen. Die habe ich ihm immer angezogen. Wir sind echt jeden Tag mit ihm spazieren. Also ich bin jeden Tag mit ihm spazieren gegangen. Jeden Tag. Direkt auch, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, direkt erstmal raus. Ich habe es ja nicht mehr ausgehalten. Ich hatte echt einen Lagerkoller irgendwann. Und jetzt kommt dein Highlight, mein Schwangerschaftstest. Der Test. Ja. Das war der Anfang. Das war der Anfang unseres Glücks, unseres Wunders. Ja. Als wir den positiven Test gesehen haben. Mann, das war echt der Moment. Mein Mann direkt. Der hat das als erstes gesehen, dass ich schwanger bin. Ja, und dann riss er die Arme nach oben. Yay! Yeah! Als wäre er Weltmeister geworden. Yay, yeah, schwanger! Ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe das Ding echt die ganze Zeit so angestarrt. Ich habe gedacht so, boah, wow. Jetzt habe ich ein Baby in mir. Unser Noah. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde euch gerne noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich bin heute ein bisschen durcheinander. Bitte schreibt mir all eure Fragen in die Kommentare. Ich werde euch auch jede Frage gerne auch vor der Kamera beantworten. Ich werde heute Noah auf jeden Fall eher aus der Kita abholen. Der fehlt mir total. Boah, der war dann noch so klein und jetzt ist er schon so groß und so frech. Ja, okay, ihr Süßen. Dann macht's mal gut, okay?